Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir heute wieder mal hier unten beginnen. Ich habe hier noch zwei Gasvents angeschlossen, so dass wir das Flüssiggas auch in die Luft blasen können, wenn wir zu viel haben. Denn wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir hier unsere Schwefelsäure bekommen. Dafür habe ich auch ein paar mehr Raffinerien umgestellt und hier oben mehr Destillerien für die Ausspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff angelegt, so dass wir hier unten eigentlich dann eine fast durchgängige Produktion von Wasserstoffperoxid haben, was wir hier dann für die Schwefelsäure benötigen. Wir haben letztes Mal auch hier das Uranfeld angeschlossen und wie ihr sehen könnt, da kommt inzwischen etwas mehr Uran raus als am Ende der letzten Folge. Das dürfte hauptsächlich ein Verdienst von der besseren Versorgung mit Schwefelsäure sein. Heute wollen wir uns aber einem anderen Aspekt der Uranverarbeitung widmen. Denn wir haben hier noch zwei offene Baustellen. Das eine sind hier die Bauteile, die wir für unseren Reaktor brauchen. Und da brauchen wir unter anderem eben auch Aluminium und Invar. Und da, genau, mit dem Reaktor, der hat eine Maximaltemperatur von 1000 Grad. Das heißt, wenn wir diese Wärmeleitrohre benutzen würden, verlieren wir etwas an Wärme. Das heißt, auch für die Wärmerohre brauchen wir die, nicht nur zur Herstellung von unseren Reaktoren. Und dann haben die eine Mindesttemperatur. Ja. Wir können hier die Wärmetauscher nehmen, zumindest fürs Erste, und sie dann irgendwann später austauschen. Aber natürlich werden wir die Dampfturbinen brauchen. Die brauchen auch Aluminium und Kobaltstahl. Okay. Wenn wir sowieso Aluminium etc. brauchen, das wird noch ein ganz anderes, eine ganz andere Baustelle. Aber wir haben auch die Covarex-Anreicherung und für das brauchen wir die lila Wissenschaftspakete. Ich habe das mal hier ausgerechnet, wie das so hinkommen wird. Wir haben alles, was wir hier zu benötigen. Darum denke ich, ist es nicht eine allzu große Sache, das hier hinzustellen. Natürlich habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet, keine Materialien in der Tasche. Darum baue ich die zuerst und ich denke, die Fertigung machen wir rückwärts und hoffen, dass sich das dann platzmäßig ausgeht. Wenn ich hier so die 17 Maschinen hinstelle, die wir für die
die Produktion der Wissenschaftspakete brauchen, also wahrscheinlich werden es 18. Und dann rückwärts rechnen, dass wir da die einzelnen Bauteile hinbekommen. Die Öfen sind recht einfach, denn das haben wir alles auf dem Bus. Aber für die Chemiefabriken und die Montagemaschinen, da haben wir nicht alles, was wir benötigen auf dem Bus. Das heißt, da haben wir dann auch noch Vorstufen, die wir platzieren müssen. Gut, ich denke, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir, wie es weitergeht, wenn wir die Produktion der Fläschchen haben und woher, dass wir die anderen Zutaten bekommen, die wir da auch noch dazu brauchen. Der erste Teil steht. Hier auf der Außenseite holen wir unsere Fläschchen ab und dann hier in der Mitte haben wir zwei Bänder mit den Materialien, die wir für die Produktion benötigen. Benötigen tun wir Lichtbogenöfen, Montagemaschinen und Chemiefabriken. Und von den dreien sind die Lichtbogenöfen die einfachsten zu produzieren. Drum habe ich mir gedacht, wir machen die gleich hier nebenan, dann ist das bereits abgehakt und wir laden die separat auf ein Band. Wenn wir schauen, Lichtbogenöfen, da brauchen wir 4 Maschinen dafür und wahrscheinlich je 3 Bänder. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich ein Band von unten bekommen. Dann 1, 2, 2, 3, 4. Dann auf dieser Seite nochmals 2 Bänder. Lichtbogenöfen, das sind die, die wir brauchen. Und dann hier muss es bis da hochgehen. Ausgang machen wir hier auf dieser Seite. Der ist 2 lang bei allen. Und jeder zweite knickt kurz. Dann haben wir hier Eingang. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier und dann das Ganze auch nochmals für das äußere Band. So, das heißt, das muss bis hier oben hingehen. Dann haben wir hier, da legen wir Stahl drauf. Dann, was brauchen wir noch? Stein. Hier haben wir schon einiges an könnten das vielleicht so machen und dann die da unten. Beziehungsweise der geht bis hier. Dann brauchen wir noch von den roten. Das müsste dann ja fast hier hoch.
Und dann habe ich natürlich zu wenig Untergrundbänder. Hier ein kurzer, da ein kurzer, da ein langer. Dann kommen wir hier hoch und müssen das auch noch rüberziehen. Und kann ich... Nein, kann ich nicht, weil mir das Eisen fehlt. Gut, wir sind wieder zurück, wo wir mehr Materialien bauen müssen, damit wir mehr Fabriken bauen können. So, hier dann noch benötigen Strom. Nachdem wir nicht einen Masten auf der Seite platzieren können, der beide versorgt, machen wir das mit kleinen. Und dann hier haben wir ein Band, das so durchgeht. Und dann haben wir wahrscheinlich hier dann das nächste. Die Chemiefabriken. Chemiefabriken. Die brauchen 4 Zutaten. Das heißt, hier haben wir auch wieder ein Band. Und weil wir für die Chemiefabriken Zahnräder benötigen und die Zahnräder auch für die Montagemaschinen, liefern wir die von oben ran. Und zwar separat auf einem Band, weil wir davon doch eine ganze Menge benötigen. Und auch hier jeder zweite kurz. Hier lang. So. Dann machen wir das doch so, nachdem wir hier schon Stahl haben, legen wir den mit hier drauf. Was wir hier dann noch benötigen, ist die Rohre und die Rohre und die gelben Schaltkreise. Gut, ich habe inzwischen ein paar Untergrundbänder. Damit können wir dann die roten fertig machen. Die roten Schaltkreise. Und dann müssen wir schauen, wo bringen wir die gelben hoch. Ich denke hier. Die müssen hier ran und
dann haben wir hier wieder ein ähnliches Dilemma mit Strom. Und die Rohre brauchen wir nur für die Chemiefabriken. Und da brauchen wir zwei Maschinen dafür. Das machen wir hier etwas auf der Seite. Einmal kurz. Und Eisen führen wir hier hinten ran. Wo das dann raufkommt, das müssen wir erst noch sehen. Denn was hier dann als nächstes kommt, das sind dann die Montagemaschinen. Und hier brauchen wir eine und eine für die. Hier haben wir die Zahnräder. Ah, und wir können hier gleich auch lang knicken, dann haben wir auch die gelben Schaltkreise. Dann fehlt uns eigentlich nur noch Stahl. Machen wir das doch so. Hier einen langen Greifarm nehmen, haben wir auch Stahl mit dabei. Hier brauchen wir dann noch Eisen und das Ganze muss hier ausbauen und zwar auf die untere Seite. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch hier brauchen wir auch noch die. Dafür brauchen wir drei Maschinen. Okay. Dann sei dem so. Drei. Oh. Oder was ist, wenn wir hier die nehmen? Dann sind es zwei. Wenn wir hier die nehmen, dann ist es eine. Wenn wir hier die nehmen, eine. Okay. Das macht es etwas einfacher, denn dann können wir das so machen. Da brauchen wir die hier. Und das geht so. Und wenn wir jetzt das noch hinbekommen, Draht, Kupferdraht, eine Maschine.
legen wir hier raus. Und da führen wir Kupfer hinzu. Da brauchen wir Holz. Das heißt, hier können wir dann mit den Eisenzahnrädern beginnen. Da brauchen wir 6 Maschinen. 1, 2, 3, 4. Natürlich reicht es auch hier wieder nicht. Die sind hier drin. Und machen wir Kupfer oder Eisen hier. Et voilà. Ausgang, 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 Eingang, 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 Eingang. Jeder zweite Ausgang kurz. Und dann kopieren wir das so nach unten. Und dann fehlt es uns wirklich nur noch an den Materialien, um diesen Bau hier fertigzustellen, plus ein bisschen Strom. Die ersten Fläschchen werden hier nun produziert, und da sind sie. Und wir haben hier ein wenig zu wenig Durchfluss. Vor allem bei den Zahnrädern, weil wir zu wenig Eisen anliefern. Das Verhältnis würde stimmen, aber ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Eisen, schnellere Bänder, damit wir all das auf die Reihe bekommen. Aber mit den violetten Fläschchen und dem Band hier oben durch bis zu unseren Laboren sollten wir nun in der Lage sein, Covarex-Anreicherung forschen zu können. Aber bis wir das haben, das wird ein Weilchen dauern. Und in der Zwischenzeit können wir uns anderen Problemen widmen, nämlich hauptsächlich, wo bekommen wir all die Materialien her, die wir hier für unseren Uranreaktor brauchen. Hauptsächlich ist das Aluminium und Invar. Invar ist, glaube ich, eine Legierung mit Nickel. Und was wir dann wahrscheinlich auch brauchen, Kobalt. Ja. Aber das alles soll uns heute nicht mehr kümmern. Wir haben ja noch einige Folgen vor uns, so dass wir uns das in der nächsten anschauen werden. Also bis dann und tschüss!